Oh ja, du warst nicht siegreich. Nein! Nicht siegreich. Scheiße bist du. Holy shit! Ihr sollt mich nicht zusammenfalten wie so ein Wichstuch. Hey Buddies, Hartzell-Rudit hier. In der Mainquest von Dragonborn. Abgeschlossen? Angeschlossen? Ihr dort. Was führt euch hierher? Warum? Und du gehörst hier? Weggeschlossen? Weggeschlossen? Ich bin Freya von den Skar. Und du gehörst ich eingeschlossen. Bin hier, um mein Volk zu retten oder zu rächen. Wovor? Vor deinem Wahn? Ich bin mir nicht sicher. Etwas hat die Kontrolle über die meisten Bewohner von Ja, auch über deine Intelligenz. Werden wir noch sehen. Es bringt sie dazu, sich selbst zu vergessen. Was macht Makuro da für Bewegung? Zu arbeiten, dass Mirak nach Solstheim zurückgekehrt ist. Aber das ist doch unmöglich. Schön, dass sie es auch endlich mal realisiert. Doch. Dann haben wir beide allen Grund zu sehen, was unter uns liegt. Kann man Lass so sehen. Lass uns gehen. Ich kann hier nichts mehr tun. Ich kann den Baumstein und meine Freunde im Moment nicht retten. Ja, es ist okay, ja, Mann. Ist okay. Ich will schnell die Part ein bisschen rekorden. Ich werde eh nicht den ganzen Tempel von Mirak in diesem Part schaffen. Weil ich muss heute Nachmittag noch zu einem Vorstellungsgespräch und so eine Scheiße will ich mir nicht entgehen lassen. Zumal der Vorteil auch noch der ist, dass ich einen akzeptablen Betrieb mit gutem Verdienst in meiner Stadt gefunden habe. Normalerweise hatte ich eher weniger das Glück. Da sucht man immer außerorts rum. Von meinem aktuellen Wohnheim ist die Arbeitsstelle 6 Kilometer entfernt. Und je nachdem, wo ich später hinziehe, könnte es näher oder distanzierter sein. Ja, wenn du meinst, bisschen Cash hier, bisschen Cash da. Ah, hier habe ich auch schon viel. Hätte mich auch verwundert, weil in einem anderen Spielstand habe ich auch schon 240.000. Und in kürzerer Zeit vor allem. Ach komm, scheiß drauf, wir gehen jetzt einfach durch. Nee, wer sonst? Der komische Kult samt Mirak wird fallen. Genau so schaut's aus. Als ob's nicht reicht. Oh Mann, nein, Mann! Ich nehme nur Scheißdreck mit. Junge, du hast nicht mal getroffen. K.O. Wo war es nochmal, wo man die irgendwie andersweitig töten musste, weil die nicht ganz gestorben... Ach so, im Fallout New Vegas DLC, in diesem schlechtesten DLC, den man für ein Fallout-Spiel nur rausgebracht hat. Und das mag was heißen, weil die meisten Fallout-DLCs kacke sind, außer für Harper für Fallout 4 und, wie hieß das? Lonesome Road für New Vegas. Was ich meine ist, dieses schlechte Dead Money oder so, wo man diese komischen geisterhaften Wesen nochmal... desintegrieren musste oder so, damit die endgültig gestorben sind. Ja, ich kannte die Stelle noch, weil ich es letztens durchgezockt habe. Ja, es war wert. Allein, weil ich hier jetzt sitzen kann. Wäre die Halle ein bisschen größer und hätte die links und rechts ein paar Balkone, so Tribünen dort oben, dann könnte man sich vorstellen, wie hier unten die eigene Armee vor allem niederkniet. Ihr müsst mich nicht finden, ich komme freiwillig zu euch und mache euch fertig. Drei Stück? Echt? Ja, der Altschöpfer. Genau deswegen hasse ich die Skull. Ich mag die echt überhaupt nicht. Also, die sind mir dermaßen unsympathisch, viel zu abergläubisch. So, die sehen wie vor euch, wie vor denen das Drachenblut ihr ganzes Dorf rettet. Mirak seine Sippschaft und sonst was die Drachen auslöscht. Und dann, ja, danke, Altschöpfer. Behaupten, die hätten selber die Kraft, das gefällt mir nicht, entgegengebracht, ihren Feind zum Sturz zu bringen. Und diese Kraft verdanken sie wiederum dem Altschöpfer. Ja, es ist... Wenn Aberglaube auf Irrsinn trifft. Dass Religion nicht einfach als was Neutrales akzeptiert werden kann, als was Selbstverständliches. Nein, die zwingen sich quasi da rein. Und machen alles Gute dafür verantwortlich. Aber ich mache eher vieles Schlechtes dafür verantwortlich. Dass Kriege und Konflikte damit entstehen. Das sehen die natürlich nicht ein. Oh ja, du warst nicht siegreich. Nein! Nicht siegreich. Scheiße bist du. Holy shit! Ihr sollt mich nicht zusammenfalten wie so ein Wichstuch.
Boah, irgendjemand brennt sein Mittagessen richtig heftig an. Aber richtig verbrannt, holy shit. Ey, keiner meiner scheiß Nachbarn kann irgendwie kochen, keiner, gell? Man hört entweder nur die Mikrowelle, die bedient wird, dann ist ja dieses Ding am Ende, oder man riecht irgendwas Verbranntes, als hätte jemand seine widerlichen alten Turnschuhe in die Pfanne geschmissen und selbst das anbrennen lassen. Ey, ich garantiere euch das, das ist von der anderen Welt, was die hier kochen. Zur Unterwelt. Boah. Weißt du, wenn man, ich habe ja meistens, also eigentlich quasi immer mein Fenster offen, selbst manchmal im Winter, wenn ich schlafe. RIP. Meistens, nicht immer, ja. Und man kann hier nicht mal angenehm lüften, ja, weil es irgendwie entweder da draußen nach Rauch stinkt, weil sie wieder am Smoken sind, oder weil sie einfach nicht kochen können. Fertig. Hier drüben. Ja, genau, jetzt kommt der Meisterkultist. Höchste Klasse. Och, nee, hör auf. Och, es ist noch höhere Traubtodesfürsten, oder? Weil bei normalen Todesfürsten wird man nicht weggeschleudert. Boah, wie lange das Quicksaven hier braucht. In der Special Edition ist das eine Sache von einer halben Sekunde oder so. So wollte ich. Was war hier? Drachenform? Oder Zyklon? Drachenform. Ja. Ich glaube, die Hälfte kamen nur Leichen raus, wie zum Beispiel da. Der da lebt. Halt die Schnauze! Wer ist da? Warte, kümmert euch lieber um den Kleinen, ich mach den Torwächter hier fertig. Oh. Warte mal. Legendär. Naja, die Special Edition ist auch etwas schwerer. Faktisch, die ist schwerer. Wurde letztens nochmal bestätigt. Oh, Kriechranken, richtig gute Kriechranken, Riesenzehe und Weizen. Alle drei in Kombination sind die beste Alchemie-Rezeptur, um schnell zu leveln, also richtig schnell zu skillen. Wenn ihr dann noch den Magestein aktiviert oder beides habt, Magestein und diesen Liebesstein durch die ätherische Krone und irgendwie Kleidungseffekte, die Effekte nochmal verstärken von gebrauten Tränken, dann macht ihr pro gebrauten Trank, vor allem am Anfang, 2-3 Level mit einem Trank. Das ist heftig. Also Alchemie kann man auch, wenn man weiß, wie, so schnell skillen. Früher war es ja auch mit Schmiedekunst so, inzwischen leider nicht mehr. Doch auch. Wenn man doch in Kombination mit Alchemie, wenn man einen Trank hat, der zum Beispiel dann sagt, Waffen und Rüstung können um 30.000% besser geschmiedet werden, dann wirkt das. Also wirkt diesen Trank und schmiedet dann eure Sachen. Also verbessert die. Dann levelt ihr auch übertrieben schnell. Also ihr müsst einfach nur wissen, wie man die Dinge schnell levelt. Abgesehen von diesen Kampffertigkeiten, wie zum Beispiel Schießkunst, einhändig, zweihändig, leichte Rüstung, schwere Rüstung, lässt sich alles richtig schnell leveln. Ja, und natürlich Zerstörung, Wiederherstellung, das ist auch sowas. Bei Wiederherstellung nicht, aber Zerstörung. Zerstörung braucht halt auch etwas länger. Um 2:30 heim, ihr könnt ja Mathe besser, bestimmt besser als ich. Das würde bedeuten, ich habe seit knapp 9,5 Stunden dann nichts gegessen. Den ganzen Tag auf leeren Magen, das ist dann irgendwann unangenehm. Vor allem, ich bin dann immer richtig schlecht gelaunt. Das ist bei Männern explizit. Wir sind einfach schlecht gelaunt, wenn wir lange nichts gegessen haben und wirklich Hunger empfinden. Also gut, ich bedanke mich fürs Einschalten. Haut rein.